Und willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf meinem Kanal, dem zweiten Teil von Euro Truck Simulator 2. Ja, wir fahren wie gesagt von Schweden nach Norwegen, sind gerade in Dänemark und kommen hoffentlich. Ach, kacke, ich habe vergessen zu pennen. Ja, gut, dann gehen wir noch kurz schlafen. Okay, der will nicht, dass ich schlafe. Toll, danke. Dann muss ich es ja mal hier auf dem Parkplatz probieren. Hier darf ich dann pennen. Okay. Kommen wir jetzt bitte nicht zu lang, vielleicht. Ja, okay, dann fahren wir halt mitten in der Nacht, ist auch in Ordnung. Motor an, Licht an. Dann geht's jetzt wirklich weiter nach Norwegen. In der Nacht bin ich tatsächlich in diesem Game doch einmal gefahren, weil ich ja auch geschlafen, also ja gut, weil ich geschlafen habe. Sonst bin ich einmal früh morgens gefahren, aber ja. Dann geht's. 9 Uhr sollen wir da sein. Das ist noch in unserer Zeit. 500 Kilometer müssen wir noch. Passt, würde ich sagen. Tatsächlich geht's mal. Bis zur nächsten Stadt dauert's tatsächlich noch etwas. Also haben wir jetzt erstmal Ruhe, würde ich sagen. Also da müssen wir nicht irgendwelche komplizierten Abbiegungen noch fahren oder so. Ich fahre tatsächlich auch zu schnell, aber wen juckt's? Dadurch kommen wir natürlich dann auch schneller an. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie die letzte Folge angekommen ist, also der erste Teil quasi, denn ich habe jetzt einfach direkt weiter aufgenommen, sonst hätte ich das Spiel beenden müssen und vielleicht speichert er dann die Fahrt nicht oder so, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte gerade irgendwie Bock weiter zu spielen. Fahren zu schnell, wie gesagt, immer noch. Die vielleicht noch einmal raus, dann sehen wir noch. Ist, jetzt kommt aber eine kleine, ja gut, Auffahrt und Abfahrt, aber da müssen wir nicht hoch oder runter. Tatsächlich biegt er hier ab und ich habe noch nie ein KI-Fahrzeug abbiegen sehen in diesem Spiel. So, ich dachte gerade, wir wären auf der Abbiegespur. Also runter von der Autobahn quasi. Auf der Spur, aber nee, waren wir nicht. Geht gechillt weiter in Richtung Norwegen. Um 0 Uhr 44 Grad. Also wären wir so durchgefahren, wären wir jetzt da. Ja, aber... In Pause brauchte ich tatsächlich, sowieso hätte ich machen müssen. Kommt gerade tatsächlich die ganze Zeit ein bisschen auf diesen Streifen. Das hört man hier leider nicht, weil die Sounds nicht funktionieren. Wie schade. Ist da Polizei hinter mir? Ne, da blinkt nur einfach jemand, ne? Sag gerade, weil sonst hätte ich eine Geldstrafe bekommen, weil ich so schnell fahre. Egal, das kann ich mir auch noch leisten. Ich meine, ich kriege ja 21.000 Euro. Für diese Fahrt. Ich dachte ganz ehrlich, die, also ist, ja, ich dachte ganz ehrlich nicht, dass die letzte Aufnahme, also der erste Teil, so lang wird. Der war ja meine 20 Minuten Aufnahme lang. Hat sich irgendwie kürzer angefühlt, aber ist irgendwie halt immer so. Hoffentlich kommen wir schnell in Norwegen ein und machen nicht eine halbe Stunde Aufnahme oder so. Oh oh, ich schlafe da dann, oder? Nein. Ich hab's noch. Ah, eine Leitbahn. Oh, 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 Bremsen, Bremsen, Bremsen. Eine Kurve zu beschleunigen ist auch nicht die schlauste Idee. Ich reihe mich nur hinter dem ein. Oh mein Gott, ich bin gar nicht richtig rüber. So. Oh, tatsächlich sind wir jetzt schon bei der Stadt. Ich dachte gerade, das dauert länger, weil da war ja nix. Eine lange Zeit auf der Karte. Oh, jetzt als ob da ein Auto ist. Ich hab geblinkt, okay. Gut, ich hätte auch gucken können sollen. Ich hätte hinten bleiben sollen. Sagen wir es so, wie es ist. Zum Glück ist das nicht mein LKW. Ja, die Fracht wurde zum Glück nicht beschädigt. Also bezahle ich dafür schon mal keine Strafe. Wann sollen wir ankommen? Obwohl, ich muss ganz kurz gucken. Nein, geradeaus weiter. Gut. Wann sollen wir ankommen nochmal? Ja gut, 14 Uhr. Da haben wir noch gut Zeit, wenn wir um 8 Uhr ankommen, sind wir sogar überpünktlich. Fahren wir jetzt hier noch durch einen kleinen Tunnel oder, ja, nee, sowas in der Art. Ja, nee, da kommt ein Tunnel. Ja, oh Gott, ist der hell. Ist ungewohnt für meine Augen. Draußen ist dunkel, also Spiel. Und jetzt auf einmal so hell. Jetzt sagt nicht, hier überholt uns jemand. Ich fahre gerade ziemlich mittig, damit uns keiner überholen kann. Den rab ich in der Kurve safe weg. Da komme ich ja mal von links oder von rechts angefahren. Dann ist der noch eine Matschepampe. Oder halt platt wie ein Funko.
Mann, jetzt habe ich Hunger auf Pfannkuchen. Okay, überholt er mich einfach. Der auch. Guck, alles sind einfach schneller als dieser LKW. Schade. Kommen wir in Norwegen noch? Komm, sind wir gleich schon in der Nähe von Norwegen? Tatsächlich, wir sind gar nicht mehr so weit weg von Norwegen. Dann muss ich doch keinen dritten Part draus machen. War aber auch nicht der Plan, ganz ehrlich. Woher gut, die Strecke Norwegen ist halt noch ziemlich weit. Und tatsächlich so weit weg ist es gar nicht mehr. So, hier staut sich es gerade eben. Stimmt, einen Stau hatte ich auch noch nicht so richtig in diesem Game. Wenn ich echt, wäre ich bestimmt schon 3000 Staus verwickelt worden. Oh. Gut, jetzt kommen wir von der Autobahn quasi auf eine normale Straße. Der erste Aufenthalt in hier. Oh Gott, jetzt rammt nicht den BMW vor mir weg. Ich glaube, das soll ein BMW sein, kann ich mir vorstellen. Gut, halt das Auto. Gut, es wäre schlau, wenn ihr... Scheiße. Danke, der lässt mich vor, der ist nett. So. Dann sind wir tatsächlich gleich in Norwegen, ne? Ja, wir müssen jetzt einfach geradeaus zum Hafen und dann fahren wir nach Norwegen. Das ging ziemlich schnell. Also, ja gut, 10 Minuten, aber... Schneller als ich erwartet habe. Sagen wir mal so. Hier ist noch eine Werkstatt und ein Schlafplatz. Oh Gott, jetzt soll ich nicht geradeaus in die Küste reinfahren. Das wäre blöd. Hier ist ja auch keine Menschenseele, ne? Guck mal, das ist der Strand. Soll ich da mal hin? Gut, ich würde den Anhänger ja vorab koppeln. Kann ich das einmal kurz? Ich möchte es mal ausprobieren. Als ob ich das kann. Ja, Leute, ich bin gleich wieder da, ne? Ich würde hier einmal ganz kurz Dingsens erkunden. Oh, 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 okay, ne? Das ist eine ganz dumme Idee. Wo tatsächlich bin ich jetzt hier auf dem Strand? Schade, das ist eine unsichtbare Wand. Ist jetzt wirklich eine unsichtbare Wand? Macht die kack unsichtbare Wand jetzt alles kaputt oder was? Nee, hier ist keine unsichtbare. Doch, hier ist eine unsichtbare Wand. Schade. Schade, schade, schade. Wäre cool gewesen. So, erstmal ganz viel Zeit verblembert. So, jetzt einmal rückwärts ran und wieder abholen. Oh Gott, das ist viel zu schnell. Der ist ziemlich gut gebremst. So, dann fahren wir doch wieder weiter. Ich dachte, wir machen jetzt einen kleinen Ausflug zum Strand. Da bin ich ganz traurig. Das ist der kleine Biber traurig. Wird doch einen geilen Ausflug zum Strand machen. So, Cargo muss da lang. Check-in muss da lang. Ja, aber ich bin ja Cargo. Oh, jetzt hat nicht das geschlossen. Ah, nee, ich muss hier anhalten. Ach, schade. Gut, bei anderen Stationen fährt man so rein. Tatsächlich kann ich... Hey, das ist doch viel schlauer. Warte, wo? Ich muss ja dahin. Aber ich fahre nach da. Hey, aber das ist doch viel schlauer. Dann bin ich ja direkt da. Kurz Moment mal. Das möchte ich jetzt überprüfen. Was ist schlauer? Ich meine, entweder fahre ich jetzt planmäßig nach... Eher gut, oder ich fahre nach Bergen und muss hier... Ja, okay, doch, das ist schon schlauer, das hier. Obwohl, ja, aber dahin gibt es ja auch eine Fährverbindung hierhin. Ja, wieso nehme ich da nicht die? Vielleicht muss ich dafür jetzt selbst bezahlen, aber dann bin ich noch früher da. Hoffentlich musste ich das jetzt nicht bezahlen. Ja gut, eigentlich guck ich, aber ich kriege ja 21.000 oder so. Vielleicht kriege ich dann am Ende nur 15.000, weil ich ja gut hier und da ein paar Ausgaben hatte, aber obwohl ja gut, eigentlich ja nicht, ich musste nur die Fähre bezahlen, vielleicht so 19.000 am Ende noch raus. Nee, musste ich nicht, oder? Weiß ich tatsächlich nicht. Aber ist ja schneller. Und danach wollte ich jetzt erstmal gehen. Und ich muss meinen Kredit bezahlen. Der Kredit ist echt teuer. Ich finde es irgendwie traurig, dass hier kein anderer ist, außer ich. Das wäre irgendwie auch cool, wenn noch andere... Oh Gott, nee. Gut, vielleicht wollten die, dass ich da unten hinfahre, damit ich nicht diese engen Kurven hier fahren muss. Dann soll man das halt breiter bauen, ne? Gott, das ist schon ziemlich eng. Aber machbar. Guck, wo ist das jetzt hier eine Verlängerung? Es sind nämlich jetzt nur 24 Kilometer. Spreche ich auch Sprit. Oh ja, stimmt, ich versuche richtig. Weltkarte, guck.
spare ich Zeit und Sprit. Also wenn ich den Plan gemacht hätte, wäre ich hier hingegangen, müsste ich hier aber ganz hochfahren. Aber jetzt bin ich ja hier und muss noch diesen kleinen Stückchen nach da oben hin und zack, fertig. Spare ich Zeit und Geld. Also, ja, Spritkosten halt, aber muss ich sowieso nicht bezahlen. Ich spare vor allen Dingen Zeit. Kann auch sein, dass wegen den engen Straßen das blöd. Ist der ein Flughafen? Weil der ist gerade auf ein Flugzeug gestartet. Ja, ich habe das Schild mitgenommen, läuft. Für die Leute, die es so interessiert, ich habe es im Spiegel gesehen. So, dann hätte ich Norwegen auch mal gesehen, ne? Gut, vielleicht wollten mich auch da lang locken, damit ich mehr Städte erkunde oder so. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich jetzt eine Stadt weniger und juckt auch keinen. Tatsächlich wollte ich durch den Eurotunnel mal fahren. Aber ja gut, hat nicht so ganz geklappt, weil dann bin ich einmal, ich bin quasi nach Großbritannien, bin dann nach London, aber bin dann wieder zurück nach Dänemark. Ja, und nicht durch den Eurotunnel, weil es da lang leider keine Route gab. Und ich hatte keine, also ich hatte, ja gut, und dann habe ich hier LKW gekauft, um London zu erkunden. Der ist aber in Hamburg gespawnt. Ja, blöd. Ja, nee, stimmt, ich bin von Großbritannien gar nicht mehr weg. Ich war tatsächlich dann in London. Wäre schon wieder falsch erzählt hier. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr. Doch, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Oh, Kacke. Erstmal hupen. So, es sind nur noch 10 Kilometer, 10 Minuten. Wie sehr bald. Ach so, jetzt hat die Fährfahrt. Ja, muss ich jetzt hier abbiegen? Ja, muss ich. Jetzt hat die Fährfahrt zu lange gedauert oder was? Wollen die es deswegen nicht? Hey, ich habe doch noch eine Stunde. Ich glaube, wenn ich gefahren wäre, wäre es tatsächlich sogar. Hätte ich sogar länger gebraucht. Ich meine, jetzt komme ich ja sogar pünktlich, also überpünktlich an. Ich soll planmäßig 14 Uhr ankommen, also in einer Stunde und 40 Minuten. Aber ich komme jetzt schon um 13 Uhr oder so an. Also, ja doch, tatsächlich komme ich um 12:46 Uhr jetzt sogar schon. So, ich muss aber auf die Karte. Ja, ich bin jetzt sogar schon da. Oh, ich habe zu spät eingelenkt. Läuft. So, da haben wir die Anhänger aus Schweden. So, fertig. Verbraucht der Kraftstoff. Dauer 26 Stunden. 21.000 verdienen. Level 5. Geil. Damit, Leute, würde ich dieses Video auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war der zweite Teil. Falls ihr ein drittes Video von diesem Spiel sehen wollt, lasst doch gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Happy Bear. Ciao, ciao.